Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und wir fangen ein neues Projekt an. Und ich habe mir gedacht, warum soll ich das immer nur alleine machen? Wir machen das doch gemeinsam. Ich weiß noch nicht, wie lange sich das erschreckt, wie schnell ich hier vorwärts komme. Aber ich dachte, ich nehme euch jetzt mal mit. Wir fangen jetzt einfach mal gemeinsam an, damit ihr mal seht, wie fange ich denn überhaupt so ein Projekt an? Und was habe ich jetzt mal alles schon besorgt? Was liegt schon da? Und ich will euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen, um was es geht. Denn es geht um den Manitou-Teleskoplader. Den wollen wir umbauen. Und wer meine Videos verfolgt oder sich mal ein bisschen auf meiner Webseite umgeschaut hat, der weiß, ich habe den schon mal umgebaut. War aber noch, wie soll ich sagen, zu meinen Anfangszeiten. Und ja, es ist ein bisschen Know-how dazugekommen. Es sind natürlich viele Maschinen und viele Verfahrenstechniken mit dazugekommen. Und die lasse ich hier mit einfließen. Aber ich muss mich trotzdem komplett neu damit befassen. Denn mein weißer Manitou, der umgebaute zu einem Bobcat in dem Fall, den habe ich schon nicht mehr. Der wurde inzwischen verkauft, der ist also nicht mehr da. Ich kann mich also nicht mehr daran orientieren, was habe ich da gemacht und das einfach eins zu eins nachbauen. An ein paar Sachen erinnere ich mich natürlich noch, ein paar Sachen habe ich auch aufgeschrieben, aber bei weitem nicht alles, dass ich sagen kann, das ziehen wir hier locker flockig mal schnell durch. Das heißt, ich muss mich auch erst wieder mit einfinden in das ganze Modell. Und ja, jetzt schauen wir mal, was ich alles besorgt habe, schon mal im Vorfeld. Ich habe mir eine FSI 6S Fernbedienung besorgt, ist eine 6-Kanal, kann aber bis zu 10 Kanäle ausgebaut werden. Aktuell reichen mir die 6 Kanäle. Hat vor allem auch den Hintergrund, dass der Empfänger natürlich mit 10 Kanälen entsprechend größer ist und dieses Modell, auch wenn es nicht so aussieht, verdammt eng ist. Also das, ich weiß das noch von damals, dass man hier alles unterbringt. Das war damals schon die Hölle, das wird es jetzt auch. Und deswegen bin ich froh um alles, was möglichst klein ist und keinen Platz wegnimmt. Also, wir haben diese Fernbedienung hier. Die 6 Kanäle werden wir aber dementsprechend auch brauchen. Ich stelle mal da hinten hin. Zum Radlader. Und dann kommen wir zu den Einzelteilen. Ich habe natürlich das Modell selber mir besorgt. Das ist ganz klar. Und dann habe ich einfach mal ein paar Sachen mitgeordert, damit die schon mal da sind. Denn was alles da ist, tue ich mir natürlich einfacher in der Planung, in der Konstruktion. Ja? So, ganz wichtig natürlich, der Bauarbeiter, der das Ding nachher fährt, der muss das Teil ja auch abnehmen, dass das alles okay ist. Dann habe ich einen Sack voll Motoren bestellt. Das sind die GA12 Motoren. Die werden das ganze Ding antreiben. Kriegt Allrad, also heißt vorne hinten angetrieben. Dementsprechend brauchen wir hier ein paar Motoren. Dann habe ich nochmal welche, ein paar andere, auch die kleinen GA12 Motoren. Da habe ich jetzt mal zwei, also ich habe noch mehr, aber das sind jetzt die zwei für das Modell. Die brauche ich einmal für die Schaufel zum Kippen und einmal für das Teleskopieren. Das möchte ich beides mit einer Spindel ausführen. Daher brauche ich diese hier. Uah! Da ist alles runter. So. Was habe ich noch mit dabei? Schaufel. Ich habe nochmal eine Schaufel besorgt. Das ist die gleiche, die hier schon dran ist. Ich zeige es euch ganz kurz. Das Hauptproblem ist nämlich das. Haben irgendwie alle. Ich glaube, das haben die Traktoren auch. Ich halte es gerade mal so. Ihr seht, die Schaufel ist schmäler als die Spurweite von dem Modell. Heißt, wenn ich jetzt damit natürlich was zusammenschiebe, dann habe ich links und rechts von der Schaufel immer einen Huckel, immer einen Rest, den er nicht wegräumen kann. Und da fahre ich dann mit den Reifen drüber. Das heißt, machen wir ein Beispiel, ich habe jetzt einen Berg oder eine Wand und ich möchte jetzt da einen Tunnel in meiner Fahrbreite reingraben, ist unmöglich, denn ich bin breiter als die Schaufel, mit der ich es wegräumen kann. Das macht also für mich keinen Sinn. Deswegen eine zweite Schaufel, die werden wir hier mit anpacken, dass das eine breite Schaufel wird, die über die Fahrzeugbreite hinausgeht und dass das Problem schon mal weg ist. So, was habe ich noch? Ich habe einen schmalen Servo. Zeigen euch mal. Ist von Hightech, habe ich beim Modell Bornatterer bestellt. Und der ist ganz schmal. Den brauche ich für die vordere Lenkung. Denn ich habe vorne nicht viel Platz für einen Servo. Denn auch das ganze Hubgestänge vom Arm muss hier nachher an dem Servo vorbeilaufen. Ja? So, dann habe ich noch vor hinten einen Servo. Wo haben wir den? Ist ein Torchester, habe ich auch beim Modell Bornatterer bestellt. Das ist ein
kein Standard-Servo, ist ein kleiner, ein Midi heißen sie, glaube ich, dann. Bisschen kleiner eben, weil der wird so angebracht, dass er auf der hinteren Achse mitpendelt und da passt kein großer rein, weil die Breite einfach nicht gegeben ist. Das heißt, der wird hinten so drin sitzen und wird mit der Pendelachse mit hin und her pendeln. So der Plan. Warum mache ich das? Na ganz klar, damit er beim Einpendeln nicht automatisch lenkt. Sonst würde er ja pendeln, dadurch verändere ich natürlich den Weg, wenn ich einen festen Servo habe und dann würde er immer ein bisschen einlenken. Lange Rede, kurzer Sinn, ich mache das einfach so, denn ich habe das beim letzten Mal auch so gemacht. Dann habe ich noch die 25 GA25 Motoren. Da habe ich jetzt mal einen schnellen und einen, ich sage jetzt mal mittelschnellen Motor besorgt, denn ich noch nicht weiß, welchen ich brauche, denn das letzte Mal habe ich das mit einer 10er Messingspindel gebaut, also den Hubmechanismus mit einer 10er Messingspindel, und da war das Thema mit dem 3D-Druck noch nicht gegeben und auch mit diesen Trapezgewindespindeln, und dementsprechend weiß ich noch nicht genau, welche Variante ich nehme. Also die 10er Messingwellen habe ich natürlich auch da, aber ich habe mir jetzt mal verschiedene Trapezgewindespindeln besorgt. Das ist jetzt eine mit, lass mich lügen, die hat jetzt 8 mm. Das heißt, die hat jetzt schon ein gutes Stück mehr Steigung als die 10er Messingspindel, die ich damals verbaut habe. Die war auch relativ klobig dadurch, deswegen habe ich jetzt hier eine 8er genommen. Die ist eigentlich jetzt mal der Plan A für hier. Dann habe ich mir noch mit besorgt zwei kleine, das sind 6 mm Durchmesser Trapezgewindespindeln, falls ich mit der einen nicht klarkomme, beziehungsweise falls ich mich doch anders entscheide, dann habe ich die mal mit dabei. Ich weiß auch noch nicht, ob ich unter Umständen vorne auch eine Trapezgewindespindel nehme. Dann haben wir ein bisschen Elektronik mit dabei, das heißt, ich nehme wieder meine ganz normalen Fahrregler von modellbauregler.de, die Easy-Regler sind das, und einen UBEC-Regler für die Stromversorgung. Und dann habe ich, ach, das ist der langsame, oder der mittelschnelle. Die ein, zwei sind, glaube ich, zweimal der gleiche. Das hier ist der mittelschnelle, ohne Tüte. Dann habe ich im Packel rote Stecker, brauchen wir eine Rundumleuchte. Dann habe ich hier eine Handvoll Endabschalter in verschiedenen Größen, einmal die großen und einmal so ganz kleine Endabschalter, denn ich möchte überall Endabschalter auf jeden Fall verbauen. Es entspannt einfach beim Fahren. Das ist einfach schön, wenn ich merke, okay, ich fahre jetzt da und ich muss mich aber nicht konzentrieren, wo es Ende, oder mache dauernd irgendwelche kleinen Getriebemotoren kaputt, weil ich dauernd auf Anschlag fahre. Deswegen Endabschalter rein, an Ausschalter ist auf jeden Fall auch mit dabei. Und dann kommen wir eigentlich schon zu dem Antrieb. Ich habe schon ein bisschen was vorgezeichnet, denn ich habe damals die Achsen hier, ich sage jetzt mal, grob mit dem Löffel aus Aluprofilen rausgeschnitzt. Also das war wirklich relativ klobig, alles mit der Feile, alles mit der Säge. Ich musste auch alle Räder beschriften, dass die immer an die gleiche Stelle kommen, denn dieses Rad hat nur dort gepasst und dieses Teil nur dort, und dann waren die Bohrungen, also ja, waren halt meine Anfänge. Ja, keine CNC, kein 3D-Druck, wirklich direkt so aus dem Material geschnitzt. Deswegen, ich habe einmal, ich will die Räder kugel lagern, denn es kommt hier doch ein bisschen Gewicht drauf. Und wenn ich jetzt natürlich ins Material fahre und das aufnehme und gleichzeitig irgendwie vorwärts oder rückwärts fahre, haben wir schon ganz schön Druck auf den Rädern. Das heißt, ich habe hier verschiedene Kugellager. Das sind einmal welche mit Flansch und sind einmal welche jetzt ohne. Die habe ich noch nachbestellt, denn mit Flansch passen sie nicht ganz so gut in das, was ich schon konstruiert habe mal im Vorfeld. Und das sind jetzt die anderen, die sind 6 mm im Durchmesser. Innen dann 4 für die Motorwelle. Und die werden dann da eingepresst. Und die sollten auf jeden Fall besser passen als die mit dem Flansch, weil die immer ein bisschen breiter sind. Dann kann man es nicht gescheit festmachen. So, und dann habe ich noch etwas. Das heißt, ihr kennt ja meine Radadapter. Und ich habe mal geguckt, wie viele Speichen ich hier habe und hoffe, dass das auch 1:1 passt. Habe also schon mal ein paar Radadapter hierfür konstruiert. Das heißt, wir haben wieder hier grundsätzlich das Plastikdruckteil und in der Mitte ist jetzt in diesem Fall keine Stahlhülse wie bei den anderen, sondern eine Aluhülse, die an der Drehbank gefertigt wurde.
Die ist hier heiß eingepresst, Gewinde reingeschnitten, die passt hier genau. Genau, warum mache ich das an der Drehbank und nicht alles irgendwie wirklich im 3D-Druck? An der Drehbank habe ich einfach die höchste Rundlaufgenauigkeit. Ja, das heißt, hier kann ich wirklich genau mit einem H7 Reibale ganz fein für die Motorwelle das rausdrehen und dann passt es nachher genau drauf, sitzt. Und ich habe natürlich genug Material, wo ich auch eine Madenschraube festziehen kann, denn im 3D-Druck Plastik, ja, da brauchst du keine Schrauben anziehen. Das machst du dreimal, dann hast du das Gewinde rausgerissen. Ja, also, von dem her. Die Radadapter, die habe ich jetzt einfach mal pro forma ohne anzupassen gedruckt und hergestellt, zwei Stück. Und da müssen wir einfach gucken, ob das schon so reinpasst oder wo die Anpassungen stattfinden müssen. Ja? Ich räume hier mal den ganzen Krempel da rein. Den braucht man nämlich jetzt kurzfristig nicht mehr. Also jetzt noch nicht. Später wandert das alles irgendwo da in das Modell. So. Ich schalte mal hier runter. Und was ich zu den Radadaptern gemacht habe, ist einmal testweise eine Achse gemacht. Die passt von der Breite her garantiert noch nicht. Das weiß ich. Aber die passt zumindest mal von der Höhe normalerweise. Sie passt so, dass sie in die Räder reingeht und dass ich einen wunderbaren Einschlagswinkel hinbekomme und dass ich mit meinem Lenkgestänge überall Platz habe, wo ich hin möchte. Von dem her ist das schon mal super. Was hier der Vorteil ist, ich kann es anpassen, kann es nochmal herstellen und ich kann es natürlich immer in der gleichen Qualität für vorne und hinten herstellen, wo die Bohrungen an der gleichen Stelle sind, wo die Achse eigentlich exakt gleich ist, wo alles passt und vor allem hinten auch gleich die Aufnahmen machen für den Servo. Das kann ich da gleich mit hin konstruieren bzw. befestigen oder das Befestigungsmaterial mit einplanen. Deswegen greife ich jetzt hier wirklich auf den 3D-Druck zurück und von der Festigkeit her habe ich es getestet, also das ist jetzt echt stabil. Es ist ein relativer Klotz, das gebe ich zu, aber dadurch erreiche ich natürlich eine wahnsinnige Festigkeit. Ja. So, wie beginne ich jetzt das Ganze? Also ihr seht, ich habe schon relativ viele Gedanken gemacht, beziehungsweise weiß natürlich, wie ich das damals gebaut habe. Und dann fange ich das Ganze jetzt mal einfach an, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was habe ich denn für Spurbreite, denn ich will mit den Achsen beginnen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn das Modell das erste Mal auf den eigenen Beinen steht, finde ich immer. Das heißt, wir haben jetzt hier Spurbreite 17 cm. Wir haben eine innere Breite von knapp 10 cm innen drin. Wir haben hier einen Abstand von 17,3 cm, wobei das relativ ist, denn ich werde hier genau in der gleichen Flucht bleiben. Und was mir immer noch wichtig ist, ist das, dass gerade bei Radladern oder auch bei dem Teleskoplader die Bodenfreiheit gleich bleibt oder ich sogar noch eher einen Ticken tiefer komme. Denn ich bin jetzt hier mit dem Arm ganz unten. Kann man das hier irgendwie wegmachen? So, und wenn ihr jetzt seht, jetzt legt die Schaufel plan auf. Seht ihr das? Ja. So, also Arm ist ganz unten und die Schaufel legt plan auf. Bedeutet, wenn ich jetzt nach unten graben will, muss ich die Schaufel wirklich in den Boden stellen, denn ich komme nicht mit der geraden Schaufel noch tiefer. Ja? Würde ich jetzt hier aufbauen und sagen, ich hau mir jetzt da eine Achse rein oder irgendeinen Getriebemotor oder was weiß ich und würde jetzt hier einen Zentimeter höher kommen, dann habe ich natürlich später das Problem, dass mein ganzes Modell einen Zentimeter höher steht und wenn meine Schaufel gerade ist, auch die einen Zentimeter vom Boden wegsteht und ich nicht plan schieben kann. Also deswegen schaue ich dann, dass die Bodenfreiheit bzw. die Höhe auf jeden Fall gleich bleibt. Wir haben hier 3,5 cm Bodenfreiheit. Ein bisschen Bodenfreiheit braucht man natürlich, wir sind hier auf der Baustelle, aber es soll jetzt nicht mehr werden, also das Modell soll nicht höher auftragen. Genau. Schauen wir mal an der Schaufel. Ich brauche hier noch gar nicht so viel messen, das machen wir dann, wenn das ansteht. Schauen wir gerade mal, ob wir das Ganze hier so einfach ausgeklickt kriegen. Das ist natürlich das Tolle. Ja? Also diese Funktion hier wird wieder umgesetzt. Das werde ich wieder mit so einem Scherenmechanismus machen. Dann brauchen wir natürlich das Teleskopieren. Das möchte ich mit einer Spindel im Arm realisieren. Auch wieder mit Endabschaltern. Und hier oben kommt ein Spindelzylinder rein, der natürlich die Schaufel dementsprechend ansteuert. Ja? Was ich auf jeden Fall beibehalten möchte, ist hier dieser Schnellverschluss.
von der Schaufel. Das heißt, dass ich die Schaufel schnell wechseln kann, zum Beispiel zur Palettengabel oder zu irgendetwas anderem. Das möchte ich trotz der Verbreiterung natürlich beibehalten, denn es ist ein nettes Gimmick und ich meine, er bietet sich an, auch absolut als Gabelstapler zum Verladen, denn bei der Höhe kann ich halt wirklich auch alles laden. Gell? Ich kann irgendwelche Hochregale bestücken, ich kann auch mal LKWs einer anderen Marke in einem anderen Maßstab vielleicht beladen auf dem Parcours, der einfach höher ist jetzt als die Bruderfahrzeuge. Von dem her alles super. Lenkung hat er hier noch keine. Warum habe ich mich für den hier entschieden, wo doch der gelbe Cut ist es, glaube ich, der gelbe Cut-Teleskoplader schon eine Lenkung hat. Der Cut ist ein bisschen kleiner und bietet einfach dementsprechend weniger Platz für größere Motoren, gerade was den Arm angeht. Und ich möchte hier nicht irgendwie mit Servos arbeiten, die sperren nicht, die sind auch nicht ganz so kräftig, man hat immer so einen Klotz dran und so weiter. Also ich möchte hier mit normalen Motoren, mit normalen Spindeln arbeiten und die brauchen halt einfach ein bisschen Platz. So, das war's auch schon. Ich zeige euch noch ein bisschen was, was jetzt so noch kommt. Das hier kommt alles raus. Das muss raus, denn wie gesagt, hier einen Zylinder anzustellen, wie der hier ist, da reicht die Kraft nicht. Ja, das heißt, hier muss ich über diese Schere wieder arbeiten. Deswegen wird hier alles rausfliegen. Vermutlich wird es bis hier unten durch rausfliegen und hier unten eine neue Bodenplatte draufkommen. Was die Montage einfacher macht, was die Stabilität aber dementsprechend auch erhöht, weil ich ja so viel wegschneiden muss. Und die untere Platte wird dann aus Alu gemacht und dann über die ganze Größe, dann sitzt es auch wieder fest. Ja, dann hat das Ganze einen Rahmen, dann habe ich da keine Probleme. Genau. Die Kabine wird abnehmbar sein und dann muss man eben gucken, wo bringt man alles unter. Denn, wie gesagt, das hier schneide ich raus, da ist aber kein Platz mehr. Das heißt, hier faltet sich die ganze Technik rein. Heißt, Empfänger, die Fahrregler, das ganze Zeug, der Akku und so weiter, das wird hier alles in der Mitte keinen Platz haben. Und unter der Kabine, zeige ich es euch mal, hier ist der Kabinenboden, hier gleich, und hier unten ist der andere Boden. Das heißt, hier ist wahnsinnig Platz. Irre. Hier muss man wirklich gucken, wo bringt man was unter. Das Einzige, was er schön hat, ist diese Klappe hier an der Seite zum Motor. Und der fliegt raus. Ich brauche keinen Motor in dem Fall. Und hier wird das Akkufach reinkommen. Ja, ist das Einfachste und wunderbar erreichbar im Fahrbetrieb. Deswegen, das passt auf jeden Fall. Ja. So, das haben wir jetzt alles mal rausgemossen. Und jetzt müssen wir eigentlich mal nur schauen, das ist jetzt gleich der erste Akt, wir zerlegen ihn jetzt mal, soweit es geht, schon mal in ein paar Einzelteile, damit wir hier messen können, wie die Achsen am besten reinpasst. Jetzt mal schauen, wie kriegen wir den am besten raus. Der ist da eingehängt. Also wie immer, 1000 Klicks. Ich glaube, wir bauen gleich die Achse erstmal raus. So. Ich will nämlich die Breite rausmessen, wie meine vorgefertigte Achse hier schon mal reinpasst. Ob und wie. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich möchte die Radkästen nämlich behalten und ich möchte unter Umständen hier ein bisschen was von dem Plastik als Dekomaterial dann für später auch behalten. Deswegen möchte ich das jetzt nicht komplett zerstören. Vorderachse ist schon mal heraus, die Hinterachse wird dann dementsprechend auch gleich folgen. Nehmen wir hier die Radkästen wieder weg, beziehungsweise das Schutzblech. Das ist auch so ein, ne? Ruder und die Widerhaken. Das ist immer wieder ein Erlebnis. So, die will ich ja nämlich auch weiterhin behalten. Hatten wir hinten den gleichen?
Gleiche Spurbreite? Ja. Was ich noch sagen wollte, das sieht man hier relativ schön, das weiß ich noch, das ist mir gekommen, als ich mir das mit den Achsen schon mal ein bisschen angeschaut hatte, dass hier die Mitte von dem Mittelstrang nicht die Mitte der Achse ist. Ja? Das heißt, wir haben ja hier 17 und wenn ich das hier so anhalte, das heißt, bei 8,5 ist die Mitte und die Mitte ist hier eben nicht die Mitte von diesem roten Teil. Ja? Dieses rote Teil hat eine andere Mitte. Ich mache jetzt gerade mal hier so groben Strichen, dass das für euch sichtbar ist. Also, das sind wir bei 2. So, also, hier sieht man es. Wir laufen also hier nicht in der Mitte von diesem Mittelteil. Da muss man ein bisschen aufpassen dann, wenn ihr das einbaut. Das ist mir damals schon so gegangen, dass ich mich hier an der Mitte orientiert hatte, das aber gar nicht die Mitte ist dieses Modells. Ja? Deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist das, wenn man das im Hinterkopf hat, auch nicht so schlimm. Meine ersten Achsen waren dann versetzt. War nicht so schön. So. Hier schneidet man ein bisschen was raus. Ich weiß noch gar nicht, wie viel oder wie allgemein ich hier wegnehmen muss. Wie gesagt, ich habe es noch nicht so weit probiert. So, ich muss hier eigentlich bloß ein bisschen an das Metall hinkommen, damit ich die Streben rausdrehen kann. Ja. Wo sind meine Radadapter? So. Also von der Aufteilung her passt es auf jeden Fall, das weiß ich schon. Und jetzt müssen wir nur gucken. Schau mal runter. Hier 8, jawohl. Ich werde jetzt mal schnell die Dinger hier rausdrehen mit der Bohrmaschine und einmal hier in der Mitte ein bisschen Platz machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann bauen wir schnell die Radadapter ein, beziehungsweise gucken, ob die passen.
So, hat wunderbar funktioniert das Ganze. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe und genauso wie bei allen anderen Radadaptern von mir natürlich auch. Heißt, ich nehme hier das Material weg, das ich nicht mehr brauche. Habe den Radadapter, der kommt jetzt hier rein. Dann habe ich schon vorgebohrt die Löcher, wo ich nach außen einmal durchbohre. Außen die Schraube drauf. Fertig. Ja. Wunderbar. Ich schraube es jetzt mal noch nicht fest, denn wir sind ja hier noch in der Versuchsphase. Deswegen. Aber sie passt auf jeden Fall wunderbar rein. Arretiert sich selber über das Kreuz. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt hier die Achse. Die ist übrigens schon umgezeichnet worden. Also ein paar Sachen sind eh schon anders als jetzt bei der hier. Aber jetzt schauen wir einfach mal. So. Das wird jetzt hier zusammengesteckt. Und mir geht es jetzt eigentlich nur um die Breite. Ja. Ob ich denn jetzt schon anhand dessen die Spurbreite so halten kann. So. Wäre jetzt natürlich einfach, wenn es festgeschraubt wäre, aber gut. Jawohl. Also sie passt wunderbar in die Reifen rein. So, und wenn ich das jetzt gerade hinstelle, wenn ich es dann schaffe, sonst muss ich es doch noch anschrauben. Jetzt dann. So. Heute schon mal so gesagt. Wir sind jetzt bei einer Spurbreite von 19,5. Ziemlich genau 19,5. Heißt aktuell Spurbreite 19,5 cm. Das heißt, sind 2,5 zu viel. Heißt neu minus 2,5 cm. Also, das muss ich umzeichnen. Dann habe ich schon umgezeichnet, brauche ich also nicht nochmal machen. Die Kugellager werde ich ja austauschen, eben gegen die ohne Flansch, dafür eben nur mit 6 mm. Und ich werde hier diesen Mittelblock ein bisschen umgestalten, dass ich da mit den Kabel dementsprechend durchkomme und so weiter. Das passt also alles. Jetzt müssen wir mal schauen. Vorhin waren wir eingependelt. Wir hatten diese Welle. Und die hat 4 mm. Welle 4 mm. Und wir standen ja vorhin gerade auf dem Tisch. Das heißt, wir waren eingependelt in dem Fall. Die pendeln ja ein bisschen. Das heißt, wir waren hier in diesem Loch. Da ist die Achse drin gelaufen. Und hier waren wir ganz oben, weil er ja stand. Da hat es die Achse nach oben gedrückt. Und dann müssen wir auf eine Bodenfreiheit kommen von 3,5. Jetzt möchte ich eigentlich bloß gerade wissen, wo wir ungefähr liegen, wenn ich das so anpasse. Das heißt, ich muss hier auf, jetzt sind wir oben, 40. Das heißt, ungefähr muss meine Achse auf 38 sein. Achshöhe 30 mm. Das könnte ich eigentlich auch so rausmessen. Was haben wir denn für Reifen? Wir haben hier, also 85 steht drauf. Das sind aber keine 85. Eher 84. Dann wäre ich ja bei einer Mitte von 42, oder? 42 mm Mitte. Ich glaube, die hier übernehmen wir. Allerdings wäre ich natürlich mit 38 nochmal ein paar Millimeter niedriger als der Originalachsstand. Ne, wir bleiben bei den 42. Wir bleiben bei den 42. Ich glaube, da werden wir am besten fahren. Und müssen wir mal schauen, wenn ich die hier einbaue, auf welcher Höhe ich dann bin, ob ich hier noch was verändern muss. Von der Anbringung her. Und ich möchte, also der Hauptplan ist eigentlich der,
der hat hier oben diese Kante. Seht ihr? Die Platte möchte ich lassen und das hier unten möchte ich wegmachen. Das hier weg und dann diese, auf diese Platte möchte ich die Achse befestigen. Und hinten würden wir ein bisschen eine andere Konstruktion brauchen, denn hinten soll es ja pendeln. Das heißt, hier wird so ziemlich alles rausfliegen und dann dementsprechend das Pendel eingebaut. Genau. Also das heißt, ich muss jetzt hier mal umzeichnen und jetzt können wir gerade noch die hintere Achse einmal rausbauen. Legen wir es gleich noch schnell weiter und gucken uns an, was wir sonst noch vielleicht gerade noch berücksichtigen müssten oder was noch fehlt. Also wie gesagt, die hier müssen wieder dran und die müssen auch mitlenken. Ja? Das ist auch ganz wichtig. So, in welche Richtung wollen die hier? So. Die hier sind bei mir rausgeflogen beim letzten Modell. Denn durch das Pendel passt es nicht mehr zusammen. Da scheppert immer die Radkästen dagegen. Das ist, ich weiß nicht. Deswegen lenkt der vielleicht auch nicht. Der hier vorne geht. Oder der ging. Ich hoffe, der geht immer noch. Aber die hinteren gingen nicht. Das weiß ich noch. Da habe ich nämlich auch ewig lang gedacht, ich brauche eine Lösung. Aber dem war irgendwie nicht so. So. Ich erinnere mich zumindest mal, der war, glaube ich, gar nicht so schlimm zum Zerlegen. Habe ich auch jetzt nicht so das Gefühl. Das war irgendwie eingehangen mit der Kurbel jetzt. Der hat hier unten so zwei Verschlüsse gehabt. Oder drei. Noch einen. Wenn mal der Sprinter so leicht zu zerlegen wäre, aber dann wäre ich sehr glücklich. Aber da, der ist eine andere Hausnummer. So, wie war denn das hier hinten? Weiß ich das noch? Das hier ist bloß so ein Zierding. Der hing nur an dem unteren Zylinder. Das ist auch genial. Habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der nur da dran hing. Also, setze mal hier ein bisschen rein. Und da wird, wie gesagt, hier das hier rausfliegen. Das brauche ich sowieso alles nicht. Deswegen mal bis hier festgeklickst. So. Also die Kurbel fliegt so oder so raus. Die brauchen wir ja nicht mehr. So, genau, jetzt die Kurbel hat das hier befestigt. Kann man hinten die Platte wegmachen. Und jetzt habe ich nur noch den Boden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der ging, glaube ich, weiter bis darüber. Alles. Ich erinnere mich dumpf, ich habe damals lange versucht, diesen Boden 1:1 irgendwie so lang wie möglich beizubehalten. Als Deko. Und habe dann irgendwann gemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn. A, guckt keiner unten rein.
und es macht nur Probleme. Und wie gesagt, ich habe da eine Aluplatte reingezogen. Das war wesentlich geschickter. Der Motor sträubt sich. Der ist da hinten noch irgendwo fest wahrscheinlich. Da sehe ich irgendeine Klammer. So und so. Es wird, wir kommen der Sache näher. Irgendwo waren jetzt hier noch, da oben sind auch noch Haken. Was ist denn alles dran an dem unteren Gestell? Das geht ja noch ganz gut hier. Das geht, glaube ich, bis rüber. Hier unten. Hat sich dann da festgehakt. Die schneide ich jetzt ab, denn ich will den Motor ja so oder so weg haben. Guck mal, ob das was bringt. Ja, absolut. Also, wenn ihr das machen wollt, schneidet die zwei Nasen hier ab, die hier rausgucken, die zwei roten. Das sind die hier oben. Und dann ist das Thema auch schon durch. Und dann haben wir nämlich hier die letzte Klammer vom Boden. Also, hier haben wir das Hauptgestell im Endeffekt. Hier seht ihr, hier muss nachher die Hubmechanik komplett runtergebracht werden. Hier hinten muss die Pendelachse untergebracht werden mit Servo. Hier vorne muss noch ein Servo rein und der eben die Vorderachse lenkt. Das Ganze soll wieder drei Lenkmodi auch erhalten. Das heißt, in der Straßenversion hinten gerade vorne lenkend. Dann die Allradlenkung, also hinten und vorne gegenläufig, dass er sich wirklich im Kreis dreht. Und Hundegang, das heißt hinten in eine Richtung und vorne in die gleiche Richtung, dass er das sozusagen seitlich fahren kann. Ja? Das Ganze natürlich mit möglichst gutem Pendel, mit möglichst viel Lenkeinschlag. Ja, viele Wünsche, wie immer. Also, das hier haben wir alles zerlegt. Den Arm gehen wir dann separat an, würde ich sagen. Ich lasse ihn jetzt mal noch im Ganzen. Und ja, Baustelle habe ich jetzt mehr als genug. Als nächstes, wie gesagt, passe ich jetzt mal die Vorder- und die Hinterachse an. Radadapter passen schon, da werde ich jetzt nochmal welche herstellen und gleich dementsprechend in die Reifen einbauen. Dann ist das Thema auch gleich erledigt. Vor allem, ich kann die Achsen dann dementsprechend gleich, wenn ich sie probiere, an die Radadapter anschrauben, dann ist das nicht so lummelig, dann kann ich das wirklich hinhalten, kann das mal testen, passt es von der Breite, passt es von der Höhe und so weiter. Ja, tue ich mir natürlich tausendmal einfacher. Genau, so, ich habe jetzt hier viel zu tun und wenn es weitergeht, wenn die Achsen soweit sind, dann hole ich euch wieder mit dazu und freut mich natürlich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, abonniert meinen Kanal und wenn ihr die Glocke anklickt, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn das neue Video online geht. Ich freue mich, bis dann!